Wenn man so vor einem halben, dreiviertel Jahr mit Leuten gesprochen hat, dann haben die meistens gesagt, naja, also die Zinsen, die werden nicht lange hoch sein, die werden dann bald wieder fallen, also entspannt euch doch mal. Diese Leute sagen das jetzt nicht mehr, sondern die sagen, ups, das könnte wohl doch so sein, dass die Zinsen länger hoch bleiben. Und das ist etwas, was die Aktienmärkte vielleicht so langsam beginnen einzupreisen, nämlich einzupreisen, dass diese Inflation, die wir jetzt haben, strukturell ist, dass diese Disinflation, die wir hatten, vorübergehend war, also der Fall, der Rückgang der Inflationsraten vorübergehend war, und der Hauptgrund sind drei strukturelle Inflationstreiber. Erstens die Greenflation, also die grüne Inflation, die Abkehr von fossilen Energieträgern. Wer zum Beispiel ein Haus baut, was da für Standards erforderlich sind inzwischen, das kannst du gar nicht mehr zu einigermaßen vernünftigen Preisen bauen, das muss teuer und so weiter und so fort. Dazu latente Verteuerung von Energie, CO2-Bepreisung, all das treibt natürlich die Preise massiv nach oben. Benzin wird bald wieder teurer, schon wegen dieser Anhebung eben der CO2-Bepreisung und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir einen maßgeblichen Inflationstreiber, Nummer 1. Nummer 2 ist dann die Demografie. Arbeitskräfte sind tendenziell in einer besseren Position, weil es von ihnen zu wenig gibt. Die können dadurch höhere Lohnforderungen durchsetzen, damit der zweite Inflationstreiber über höhere Löhne. Und der dritte Inflationstreiber, das ist die Entkoppelung zwischen dem Westen und China. Das sehen wir in den Handelsdaten aus China, das sehen wir in den Handelsdaten der EU, das sehen wir in den Handelsdaten der USA. Da ist massiv ein Rückgang zu verzeichnen, und das bedeutet, dass wir auch da mit dieser Entkoppelung natürlich auch bedingt durch die Erfahrungen aus Corona versuchen, wieder mehr hier herzustellen, die Sachen näher ranzuholen. Das geht aber nur regional oder lokal näher ranzuholen, das geht aber nur unter in der Regel erhöhten Kosten. Und diese ganze Globalisierungsgeschichte war ja eine Geschichte, die faktisch so abgelaufen ist, dass Chinesen willig waren, für geringe Löhne zu arbeiten, dadurch hier sozusagen die Preise latent unter Druck waren zu fallen, weil eben Arbeitnehmer keine höheren Preise durchsetzen konnten, weil eben die Chinesen das Ganze ja erledigt haben, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Und das ist vorbei. Und diese drei Faktoren treiben. Und jetzt haben wir dann gestern, wenn wir jetzt zum Tagesgeschehen kommen, eben dann den Beleg, dass die Inflation wieder anzieht, etwa beim ISM-Index, Preise 58,9 nach 56,8 im Vormonat, alles über 50 ist Wachstum, das heißt, die Preise steigen mit beschleunigter Dynamik weiter. Diese Veröffentlichung des ISM hat dann den Dollar nach oben gebracht, hat aber vor allem auch die Renditen nach oben gebracht. Wir sehen hier die 10-Jährige auf 4,30% gestiegen. Dazu kommt, dass eben jetzt neben solchen Zahlen, etwa wie dem ISM, eben auch sehr viel Anleiheemissionen von Unternehmensanleihen stattfinden. Gestern alleine 34 Milliarden Dollar, und das schafft Liquiditätskonkurrenz. Ähnlich bringt es auch hier Mohammed El-Erian auf den Punkt, der sagt, wir haben jetzt den dritten Tag von höheren Anleiherenditen. Das war eigentlich überraschend nach dem Arbeitsmarktbericht am Freitag, der ja so Goldilocks zu sein schien. Heavy Supply of Bonds, also heftiges Angebot von Bonds, vor allem Investment Grade, aber natürlich die USA, die zwischen Juli und Dezember dann praktisch 1,85 Billionen Dollar an Schulden aufnehmen über Anleiheemissionen, muss man sich ja vorstellen. Und dann eben stronger economic data. Höhere Ölpreise, das ist der Grund, warum die ganze Geschichte hier schwierig wird. Und das bringt die Fed, bringt andere Notenbanken in eine ziemlich diffizile Situation, denn es sieht so aus, dass wir ein Muster aus den 70er Jahren wiederholen. Inflation schießt erst nach oben durch externen Schock, hier war das Corona. Dann geht sie wieder runter, nachdem der Schock verarbeitet ist. Aber dann zeigt sich, dass bestimmte Dinge strukturell jetzt verankert sind, und dann geht die Inflation nach oben. Das war in den 70er so. Und dann vor 79, vor der iranischen Revolution. Also was tun? Die Fed ist gespalten, wie auch die EZB. Einige wollen die Zinsen weiter anheben, andere sagen, nee, lass mal. Aber wir bekommen nächste Woche die Inflationsdaten. Und wenn die auch nur entferntes so sind, wie hier die Cleveland Inflation Forecast Modell das vorsieht, nämlich bei 0,79%, also ein Anstieg von 0,8 gerundet, das ist heftig. Zum Vorjahresmonat wären das 3,82%, nachdem wir im Vormonat ja bei 3,2% waren, also ein Anstieg von 3,2 auf 3,8 wäre das, wenn die Zahl stimmt.
selbst wenn sie ein Ticken niedriger ist, scheint eines relativ klar, wir werden einen Anstieg der Inflation sehen und das dürfte sich fortsetzen, auch schon aufgrund der Basiseffekte. Also das Problem ist, dass die Notenbanken hier unter Druck bleiben und die Märkte wollten ja, die Aktienmärkte wollten ja hören, guckst du, die Fed wird bald die Zinsen senken, aber gleichzeitig wird wundersamerweise die Wirtschaft solide bleiben, weiche Landung, gar keine Landung und so weiter und so fort, aber das wird nicht zusammenpassen, nicht zusammengehen. Hier sehen wir mal, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, wie es sich auswirken wird, wenn die Inflation 0,1% zum Vormonat steigt, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 und so weiter, 0,6. Und wir sehen, wir sind in den meisten Szenarien, bleiben wir dann bei 4 oder über 4% Inflation und that is too much. Und manche sagen, ja, dann hebt doch einfach das Inflationsziel auf 3% an. Das hat aber Jerome Powell in Jackson Hole ganz klar zurückgewiesen. 2% ist das Ziel. Aber was tun, wenn die Energie hier Treiber ist? Wir haben lange Zeit, bis Juni war im Prinzip Energie, war Benzin, war die Tankstelle disinflationär, also praktisch die Preise waren gefallen. Hier sehen wir in den USA, seit Juni ist das vorbei. Wir haben einen steilen Anstieg sowohl der Ölpreise als auch der Benzinpreise. Gestern dann haben wir Zahlen gehabt von der Lagerhaltung in den USA. Die großen offiziellen Zahlen aus Cushing kommen ja heute um 17 Uhr. Aber auf jeden Fall Rückgang der Crude-Lagerbestände um 5,5 Millionen Barrel. Das heißt, das ist latent natürlich ein Problem für die Amerikaner, deren Ölreserven auch sehr stark geschrumpft sind. Und jetzt das große, vielleicht das große Rätsel, das wir sehen, diese starken Daten, vergleichsweise starken Daten, davor, vor dem ISM, waren die Daten ja dann auch wieder nicht so toll, da sehen wir diesen Rückgang, aber hier mal der Economic Surprise Index von Europa, China, USA, global und Japan. Also die Abweichung von der Erwartung, was die Konjunkturdaten, die Wirtschaftsdaten betrifft, und wir sehen, das sind die Amerikaner, einsame Spitze. Bidenomics hat sich literally decoupled from the rest of the world. Es gibt ja durchaus kritische Stimmen, die sagen, also schon seltsam, dass etwa die Jobdaten jeden Monat nachträglich dann nach unten revidiert werden. Das gilt für so viele andere regierungsamtliche Daten. Also man hat natürlich als Regierung vielleicht auch ein Interesse, die Sache ein bisschen gut dastehen zu lassen, was die Wirtschaft betrifft. Wir sind jetzt schon praktisch im Vorwahlkampf. Also das kann natürlich ein Punkt sein. Aber China besonders schwach, das sehen wir hier nochmal. Die sind praktisch ganz unten, aber wenn wir jetzt mal anschauen, wir hatten Daten und die waren fast erfreulich weniger schlecht. Gell, könnte jemand sagen, die Exporte nur in Anführungszeichen minus 8,8%, die Importe minus 7,3%, aber letztes Jahr war gerade noch Teile, wichtige Teile Chinas im Lockdown, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Import-Export-Daten rückläufig, aber weniger schlimm als zu befürchten war. Ist das ein Hoffnungszeichen? Jedenfalls sehen wir, dass der Yuan weiter abwertet und die Notenbank in China muss immer dagegen halten, indem man eben ein Fixing macht. Jetzt 54 Tage hintereinander, das total stark vom Offshore-Yuan abweicht, also von dem freieren in Hongkong gehandelten Yuan. Also man gibt sich alle Mühe und jetzt in Sachen China, und das wird heute wahrscheinlich wichtig, gestern ja die Meldung, dass China sagt, oh, wir wollen keine iPhones bei Beamten sehen, jetzt wird das auf Unternehmen ausgeweitet, die irgendwie einen staatlichen Hintergrund haben, und das ist sozusagen ja tendenziell immer mehr in China. Privatwirtschaft ist tendenziell rückläufig, Staatswirtschaft wird nach oben gefahren durch Xi Jinping, und das ist natürlich auch das Signal an die chinesische Bevölkerung. iPhone ist nicht so gerne gesehen, das ist sozusagen der Systemfeind, die Technologie des Systemfeindes, das wollen wir nicht haben. Und das ist für Apple natürlich ein richtiges Problem. In Greater China hatte man im zweiten Quartal 22 etwa 18 Milliarden Umsatz, in Europa ist es etwas mehr, in Amerika ist es doppelt so viel. Aber man macht um und bei 20% des Umsatzes in Greater China, da gehört auch Taiwan dazu. Also das ist natürlich eine Achillesferse. Apple ist ja rausgegangen teilweise aus China, was die Produktion betrifft, will man ja nach Indien verlegen, Foxconn genauer gesagt. Also das wird eine enge Kiste und zeigt nochmal diese Entkoppelung, die wir derzeit erleben. Und wir sehen gestern Apple 3,58% nach unten, und hier schreibt Goldman Sachs, wir haben keine Dipkäufer gesehen.
Es wurde SuperCap-Tech verkauft, nachdem eben diese Order von China kam, dass keine iPhones bei staatlichen Agencies erlaubt sind. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel Honhai Precision, das ist ein wichtiger Zulieferer von Apple, einen sehr, sehr schwachen August berichtet hat, 12% Minus im August. Alleine jetzt, und das sind alle sehr, sehr schwache Zahlen. Das zeigt, dass im Vorfeld dieses iPhone 15 Launches doch die Dinge schwierig werden für Apple. Und Apple ist ja schon lange irgendwie kein Technologietreiber mehr. Hier sehen wir rechts mal die Aktie. Da haben sich wichtige gleitende Durchschnitte gekreuzt. Kein gutes Zeichen. Mal sehen, ob die Aktie heute mit dieser Meldung noch weiter unter Druck kommt, nämlich dass das Ganze auf staatliche Unternehmen ausgeweitet wird. Wenn wir uns mal das gestrige Geschehen anschauen, sehen wir Utilities, defensive Branche vorne, Energy eben wegen die Ölpreise, Consumer Discretionary und Technology ganz hinten, also praktisch die Risk-On-Sektoren, die waren ganz hinten. Wir sehen der WIX 3% gestiegen, Nasdaq gestern der schwächste Index der großen Indizes, also auf dennoch, wir sehen der S&P 500 unter 1% im Minus. Jetzt sind wir seit 91 Tagen, haben wir keinen Verlust von 1,5% oder mehr gesehen im S&P 500. Das ist eine ziemlich lange Strecke, einer der längsten in der Geschichte. Wir sehen, dass allerdings die WIX-Saisonalität jetzt dazu tendiert, deutlich anzuziehen, also die Geschichte volatiler wird. Hier mal von Almanac Trader. Der September zwischen 2002 und 2022, das auch noch mit Pre-Election Years, und wir sehen, ja, so bis 12. kann da noch was nach oben gehen, also Anfang nächster Woche, aber dann wird es in der Regel doch relativ schwierig. Das heißt, so im Verlauf der nächsten Woche könnte es schwierig werden. Wir haben nächste Woche ja die Inflationsdaten, wir haben nächste Woche den Apple Day. Das sind so zwei maßgebliche Events, und wenn wir jetzt bei Apple sind, dann sprechen wir in der Regel ja nicht von KI, aber KI ist sozusagen schon drin bei C3.ai oder C3.ai. Das Unternehmen gestern Zahlen gemeldet und den Profit Forecast mal zurechtgestutzt. Die Aktie knapp 8% im Minus nachbörslich. Hier ein Twitter-Kommentar, man sagt ja, genauso genau können wir das nicht abschätzen, wie es mit den Umsätzen aussieht. Ein Twitter-Kommentar sagt dann, naja, eure KI ist so gut, dass ihr nicht mal eure Umsätze schätzen könnt. Das bringt das Ganze auf den Punkt. Also auch hier einmal mehr so ein bisschen das Heilsversprechen KI, wahnsinnige Umsätze, gigantische Steigerungen, das ist erstmal nicht erfüllt. Gestern ja diese Dinge über Nvidia, ich hatte dazu eigens ein Video gemacht, aber das könnte eben darauf hindeuten, dass diese ganze KI-Story eben letztendlich völlig überfüttert ist inzwischen, und das war ja der entscheidende Treiber für die Märkte. Also irgendwie braucht man jetzt ein Narrativ, um das Ganze nach oben zu drehen. Das muss irgendwie erfunden werden. Wir haben jetzt heute keine Konjunkturdaten, die schwächer ausfallen könnten, wo man sagen könnte, siehst du, die Wirtschaft ist doch nicht so gut, die Fed wird dann irgendwann die Zinsen senken. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt extern eine Meldung. Jedenfalls sehen wir hier, Put-Call-Ratio of Equities ist gestern deutlich nach oben gegangen. Hoffnung für die Bullen, das ist oft dann kurz bevor dann etwas nach oben geht an den Märkten. Unten sehen wir den S&P Future als Dauerkontrakt. Jedes Mal, wenn wir dieses Put-Call-Ratio auf Einzelaktien so haben, nach oben schießen sehen, also dass mehr Puts gekauft werden, dann kann natürlich immer wieder das Gegenteil passieren. Aber wir haben natürlich richtig Stress im System. Wir haben die steigende Delinquency Rates, etwa bei Banken. Bei kleinen Banken ist die jetzt auf 7,5% gestiegen. Das heißt, immer mehr Kunden können nicht rechtzeitig oder gar nicht ihre Schulden, ihre Kredite zurückzahlen. All das ist natürlich überwiegend bei den Regionalbanken der Fall. Jetzt schauen Sie mal rechts hier, den KRE, gestern auch schwer unter Druck. Gerade bei den größeren Banken ist das ein geringeres Problem. Da ist die Delinquency Rate bei 2,9%. Aber wir sind jetzt also schon bei solchen Ausfallraten in einer wirtschaftlicher noch ziemlich stabilen Situation. Was passiert erst, wenn die mal instabiler wird? Und die Gefahr ist auch, dass vom Immobiliensektor hier ein Doom ausgeht, gerade auch vom Commercial Real Estate Sektor. Da sind ja viele
Betreiber solcher Commercial Real Estates, die ihre Kredite nicht mehr pünktlich bedienen können, Anleihezinsen nicht pünktlich zahlen können. Daniel DiMartino Bus sagt hier, wir haben Banks Exposure, das sogar vielleicht noch größer ist als berichtet. Und vor allem könnte da so eine Loop entstehen, wenn nämlich die Banken mit diesen Krediten in diesem Commercial Real Estate Bereich Verluste machen. Das führt dazu, dass sie immer weniger Geld ausleihen. Das wiederum führt dazu, dass die Property Prices, also die Preise für Gewerbeimmobilien, vor allem eben Büroflächen, weiter nach unten gehen, dadurch die Verluste größer werden. Also du kommst dann aus dieser Spirale nicht raus. Und hier sehen wir schon deutliche Anstiege jetzt auch der Insolvenzen im August. Das ist jetzt noch auf vergleichsweise nachvollziehbar niedrigem Niveau. Wir hatten das dann gesehen in der Corona-Zeit, war das natürlich nochmal hochgeschossen. Aber wir sehen schon jetzt, im August hatten wir den bankrottreichsten Monat seit längerer Zeit. Und das liegt natürlich an den hohen Zinsen. Wenn diese hohen Zinsen dauerhaft sind, weil wir strukturell eine Inflation haben, dann ist das große Problem, dass da viele, die sich in Nullzinszeiten bestimmte Exzesse geleistet haben, bestimmte Risiken eingegangen sind, die ihnen jetzt auf die Füße fallen, weil Anschlussfinanzierungen gemacht werden müssen, dass die dann natürlich ein Riesenproblem bekommen, so wie weniger aus Zinsgründen, sondern aus ideologischen Gründen Deutschland ein Problem kriegt. Wir sehen, die Industrieproduktion sinkt in Deutschland heute, frische Zahlen, die energieintensive Produktion minus 11,4% zum Vorjahresmonat. Yes, wenn du Preise künstlich verteuerst, indem du Angebot vom Markt nimmst in einer Situation, wo du jede Energie brauchen kannst, no wonder. Aber Schwamm drüber. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. JP Morgan warnt vor der Gefahr einer weiteren Zinserhöhung. Die sagen, mach das nicht, liebe Fed. Die Verbraucher sind schon ganz schön am Schwitzen, also bitte, bitte nicht machen. Mal gucken, ob das passiert. Erste Artikelempfehlung. Zweite Artikelempfehlung. Wir sehen, dass der Dollar immer stärker wird. Wie schaut es denn eigentlich aus mit der De-Dollarisierung? Wer wird die neue Leitwährung? Auch von den BRICS ist da relativ wenig gekommen jetzt zuletzt. Aber meine Analyse auch von JP Morgan, hochinteressant. Wie stark oder wie gut stehen die Chancen, dass der Dollar als Weltleitwährung abgelöst wird? Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung. Das, was China jetzt mit diesem iPhone-Verbot tut, nämlich die Ausweitung auf staatliche Firmen. Dritte Empfehlung, alles lesen, meine Damen und Herren. Und ich sage Servus, ciao.